Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr dürft jetzt einmal ganz kurz in die Kommentare Hashtag DuDepp schreiben, denn ich war leider so, ja, unachtsam und habe leider beim Spiel Nürnberg gegen Wolfsburg Martinia im Tor stehen gelassen, weil das eigentlich eine Position ist, die sich ja fast nie ändert. Deswegen ist jetzt leider Martinia im Tor, obwohl er verletzt ist. Naja, Hashtag DuDepp, jetzt geht's los mit Nürnberg. Das 0:3 beim FC Bayern München war für den ersten FC Nürnberg kein Genickbruch. Trotzdem sollte man jetzt am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg wieder einen Dreier einfahren. Zuletzt hatte es für die Wölfe ein 2:2 gegen Hoffenheim gegeben und das war eine ganz vernünftige Partie. Auch hier starteten sie super rein. Paul Ferk mit der Vorlage und Daniel Ginczek steht in der 11. Spielminute komplett frei und muss nur noch den Kopf hinhalten. Kein Abseits in dieser Situation, die perfekte Anfangsphase für den VfL Wolfsburg und daran wollten sie jetzt weiterhin anknüpfen. Der erste FC Nürnberg noch gar nicht wach an diesem Freitagabend eben und dann ist da aus kurzer Distanz relativ wenig zu halten und eben für Bruno Labbadia der Start, den er sich sicherlich erträumt hatte. Und Wolfsburg spielte weiterhin gut nach vorne, eine sehr vernünftige Partie der Gäste. Sie waren wirklich gut aufgelegt und jetzt spielten sie weiter positiv nach vorne. Roussillon mit dem weiten Ball auf Weghorst. Der ist in der Mitte dann Steffen fündig geworden und in der 26. Spielminute passiert schon das 0:2. Drittes Saisontor für den Schweizer. Setzt sich da gut ab von Mühl und muss dann nur noch den Fuß hinhalten, mehr oder weniger. Und so stand es dann 0:2 vom 1. FC Nürnberg, kam nach vorne leider viel zu wenig, sodass der VfL immer weiter nach vorne agieren konnte. Wir sind 5 Minuten vor der Pause und nochmal die Gäste heute ja in Blau-Weiß spielen. Mit der Flanke von der linken Seite, Marc Reiter kann es erst so halb nur klären und dann bringt Weghorst den Ball nochmal zu Daniel Ginczek. Der steht völlig frei, 6. Saisontor, Doppelpack also für die Nummer 33. Und das war jetzt schon sowas wie die Vorentscheidung für den ersten FC Nürnberg, ging deutlich zu wenig. Michael Kölner schien nicht die Mittel gefunden zu haben, die hierfür notwendig gewesen wären. Aber wenn da auf dem zweiten Pfosten Spieler so frei steht, Marc Reiter den Ball nicht geklärt bekommt, dann ist das eben die logische Konsequenz. Und so stand es 0:3 zur Pause. Ginczek bislang der Mann des Spiels, Doppelpack geschnürt. Und die Bahn für diese Partie eben geebnet in Richtung der Wolfsburger und sie wollten jetzt im zweiten Durchgang die vorzeitige Entscheidung. Die Zeit wurde auch schon knapper für den FC Nürnberg und sie kam kaum nach vorne, weiterhin wie schon im ersten Durchgang. Steffen hat dann die Übersicht, Arnold, aber der scheitert in dieser Situation. Bauer kann es dann bereinigen, das hätte das 0:4 sein müssen. Man muss auch sagen, Wolfsburg hatte gar nicht so viele Möglichkeiten, aber sie waren eigentlich sehr effektiv, bis auf diese Chance mir gerade von Arnold. Das hätte es eben sein müssen. Jetzt kam auch mal Nürnberg nach vorne. Strelak dann. Aber das war dann auch etwas zu wenig. Castells reagiert gut und das war die ja letztendlich entscheidende Szene oder eine Schlüsselszene. Ein Sinnbild für diese Partie. Nürnberg hatte die Chance, machte sie nicht. Wolfsburg bekam ebenfalls nicht viel mehr Chancen, aber dann waren sie in der Regel kaltschnäuzig. Renato Steff mit dem Doppelpack, jetzt sein 4. Saisontor. Und in der 82. Spielminute wurde es dann auch ergebnistechnisch für die Gastgeber richtig bitter. Das war auch zu hoch. Aber da muss man Bruno Labbadia und seine Elf dafür loben, einfach konsequent und kalt vom Tor gewesen zu sein. 6 Torschüsse im ganzen Spiel für die Gäste und 4 Tore, das spricht doch eine recht deutliche Sprache. So gewinnen also die Gäste mit 4:0 zum Auftakt des 15. Spieltages. Unter dem Strich ein zu hohes Ergebnis. Trotzdem ist es gerecht, dass Wolfsburg diese 3 Punkte mit nach Hause nimmt. Borussia Mönchengladbach hatte die Geduld bewahrt gegen den VfB Stuttgart und konnte sich am Ende mit 3:0 durchsetzen. Die TSG aus Hoffenheim muss hier dann mal wieder einen Dreier einfahren. Gegen Wolfsburg reicht es nur zu einem 2:2. Hier hatten sie auch die erste Möglichkeit, so halb zumindest. Zuber mit dem Abschluss aus ja knapp 16 Metern. Toni Janschke ist aber dazwischen, kann den Ball dann mit dem Knie abwehren, sodass Sommer nur noch den Daumen hochstrecken braucht. Musste ja nicht eingreifen. Glück
für ihn. Aber Hoffenheim war die aktivere Mannschaft in der Anfangsphase dieser Partie. Kader Rabek auf der rechten Außenbahn mit Belfodil im Zusammenspiel. Kevin Vogt dann mal mit der Flanke und lang ist da. Wichtig, dass er da eingreift, dass er zum Kopfballduell hochgeht und den Ball zum Eckstoß klärte. Richtig begeistern war das Spiel noch nicht, auch wenn Hoffenheim viel dafür tat. Die hundertprozentige Möglichkeit blieb nach 20 Minuten noch aus. Jetzt Zuber und Grilic mal wieder im Zusammenspiel. Kramaric mit der Flanke, Grilic mit dem Kopfball. Aber naja, das sehen Sie auch selber. Brenzlig für Jan Sommer ist das auch nicht. Halbe Stunde jetzt gespielt, dann endlich mal Gladbach. Ein sehr geduldiges Spiel der Fohlen, die dann endlich mal einen Akzent setzen konnten durch Alassane Plea. Eben eine halbe Stunde gespielt, der ging dann aber doch recht deutlich vorbei. Versuchte vielleicht mit einem Augenzwinkern Bicacic an der Hand zu treffen. Der hatte ja auch schon ein Eigentor gegen Wolfsburg letzte Woche erzielt. Vor der Pause dann nochmal Gladbach, eine Standardsituation von Hazard hier hineingetreten. Baumann mit Problemen, dann setzt sich Plea dadurch, trifft per Kopf aber nur das Außennetz. Auch das war nicht so richtig brenzlig, aber Baumann mit der Unsicherheit wird nicht bestraft. So stand es dann zur Pause 0:0. Wurde jetzt zum Ende hin etwas besser, vor allem von den Gästen, aber begeisternd, eben wie schon erwähnt, war es nicht wirklich. Über eine Stunde jetzt schon gespielt, dann Gladbach mit der Kontrolle über die Partie. Das ist Plea auf Lars Stindl. Traoré mit der ganz guten Flanke sieht Thorgan Hazard. Der macht das per Körpertäuschung stark. Und Alassane Plea hat dann den Abschluss, der passend dazu einschlägt. 65. Spielminute. Sein 9. Saisontor. Hazard macht das stark. Bicacic schaut dann auch nur noch zu und Baumann ist ohne Möglichkeit im kurzen Eck. Jetzt wollte Hoffenheim aber prompt dazu antworten, eben schnell den Ausgleichstreffer zu erzielen, um das Ganze vielleicht noch komplett zu drehen. Das ist Joel Linton auf Florian Grilic. Kramaric hat den Ball lange am Fuß. Zuber, der Ball auf Joel Linton, gar nicht verkehrt, aber der bekommt da einfach den Fuß nicht mehr an den Ball, sonst hätte es richtig brenzlig werden können. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Hoffenheim versuchte es nochmal, aber verlor dann hier durch Grilic den Ball. Das wäre eine entscheidende Szene eventuell gewesen fürs Spiel. Neuhaus jetzt mit dem genialen Ball auf Hazard. Hübner kann den Ball nicht richtig klären. Traoré kommt nochmal zum Abschluss, beendete dann damit aber auch diese Partie. Denn das war die letzte Aktion des Spiels Hoffenheim gegen Gladbach. Etwas schmeichelhaft dieses 1:0 für die Fohlen, die im zweiten Durchgang aber besser waren und so Hoffenheim auch nicht viel mehr verdient gehabt hätte. Der VfB Stuttgart muss nach dem 3:0 gegen Gladbach hier zu Hause wieder einen Dreier einfahren. Jetzt kamen die Hertha in die Mercedes-Benz Arena und das war nicht unbedingt ein ganz einfaches Kaliber. Die Elf von Paul Dardai gut eingestellt, zuletzt die starken Frankfurter mit 1:0 schlagen können. Hier hatten sie auch die erste Möglichkeit. Nach 5 Spielminuten ist es Matthew Leckie per Linkschuss, der Ron-Robert Zieler das erste Mal testet. Der ist aber in der kurzen Ecke aufmerksam und kann den dann klären. Auch mal die Elf von Markus Weinzierl dann im Vorwärtsgang. Askar Sieber nach Sperre wieder dabei, dafür fehlte der ein oder andere Akteur. Tommy gesperrt, Aogo und Beck jeweils angeschlagen. Die gute Möglichkeit dann hier nach knapp 13 Spielminuten, aber Rune Jahrstein ist zur Stelle. Wir sind immer noch in der Anfangsphase. Akolo ist das, Gentner auf Donis mit der Flanke am zweiten Pfosten in Sua und der linke Verteidiger mit dem 1:0. Zweites Saisontor für ihn. In der 17. Spielminute führten dann die Stuttgarter, weil er sich da gegen Lazaro durchsetzen kann. Jahrstein sieht auch nicht so ganz glücklich aus, aber aus der Distanz vermutlich auch nicht komplett in die Schuld zu nehmen. Dann über eine halbe Stunde gespielt. Stuttgart wollte jetzt noch vor der Pause einen draufsetzen. Starker Ball von Gentner in die Spitze. Gonzalez muss eigentlich direkt abschließen, macht es dann zu spät und dann sind Meier einmal und Tuonariga zum zweiten Mal dazwischen. Gute Aktion, die Hertaner schmeißen sich dann aber auch rein, weil eventuell ein bisschen Hand dabei oder Arm oder Armbeuge, man weiß es einfach nicht. Es wurde jedenfalls nicht gepfiffen. Dann hatte Gomez tatsächlich doch noch eine Möglichkeit, hätte gegen Gladbach ja die Führung
erzielen können. Hier ist es kein schlechter Abschluss, aber Jahrstein ist wieder da. Der wurde etwas zu zentral getreten. Stuttgart dann also mit 1:0 zur Pause in Führung. Das hatten sie sich verdient. Nach einer schwachen Anfangsphase kamen sie dann immer besser rein. Jetzt wieder die Elf von Pal Dardai mit der Hand am Steuerknüppel. Meier und Ibisevic. Der Routinier wird nicht richtig angegriffen. Grujic, Meier, dann Davy Selke. Stuttgart kommt nicht ran. Mittelstädt, Davy Selke testet Ron-Robert Zieler. Klasse Aktion von beiden in dieser Szene. Und nach einer Stunde hätte es hier schon 1:1 stehen können. Super Abschluss mit dem linken Fuß. Aber auch tolle Parade von Zieler. Der hätte direkt unter der Latte sonst gepasst. Aber Hertha, wie gesagt, wurde jetzt stärker. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Gomez und Donis können es nicht klären. Und dann Turunariga irgendwie im Fallen und im Fliegen haut er den Ball rein. Zweites Saisontor für den Innenverteidiger. Unglaubliche Szene. Das muss man aus Stuttgarter Sicht logischerweise irgendwie anders klären. Zieler steht etwas zu weit vom Kasten, rechnet aber auch nicht mit diesem Schuss von Turunariga. Der kann sich gar nicht auf den Bein halten. Ein artistisch wertvoller Treffer. Stuttgart wollte sofort antworten. Mario Gomez, Gentner, Turunariga erst dazwischen. Askasiba bekommt dann den Abschluss. Aber er konnte sich nicht in seinem ersten Spiel nach seiner Sperre dann zum Torschützen mausern. Ansonsten war es eine etwas sanftere zweite Halbzeit. Hertha hätte jetzt gerne aber noch den entscheidenden Treffer erzielt. Mittelstädt auf der linken Außenbahn verschenkt dann eigentlich so halb den Ball. Den bekommt er dann aber wieder, weil er aufmerksam ist. Ibisevic und Selke mit dem nächsten Abschluss. Zu zentral aber getreten, so dass Ron-Robert Zieler nur noch die Hände leicht anheben muss. Hätte er vielleicht auch noch ein Stück gehen können, der war dann zu zentral. Wir sind schon jetzt in der Nachspielzeit und Stuttgart wollte den Lucky Punch. Wäre nicht verdient gewesen, aber ist ja auch eigentlich egal. Hauptsache der Dreier ist da und Insua hat tatsächlich die Möglichkeit, diese Partie noch zu entscheiden. In der letzten Minute der Nachspielzeit, aber es wurde nichts mehr. Stuttgart spielte 90 Minuten lang auf Augenhöhe mit der Hertha und so geht dieses 1:1 am Ende dann auch absolut leistungsgerecht in Ordnung. Der FC Augsburg ist aktuell etwas in einer Ergebniskrise. Zuletzt verlor man 1:0 gegen Leverkusen und versäumte es eben zumindest einen Punkt mitzunehmen für harten Kampf, für großen Einsatz. Jetzt war es der Gast aus Gelsenkirchen, der sich nach der Derby-Pleite wieder zurückmelden wollte in der Liga. Man steht eben unten drin und der anschließende Eckstoß an die eben gesehene Szene kam von Bentaleb von der linken Seite nach knapp 10 Minuten. Auch gar nicht so schlecht. Naldo ist am ersten Pfosten. Auf Nastasic musste man verzichten. Der Innenverteidiger gesperrt. Dafür Naldo jetzt mal im Startaufgebot, trifft hier aber nur den Außenpfosten. Pech in dieser Szene für die Königsblauen, heute in Grün spielend. Dann 10 Minuten vor der Pause nochmal der FC Schalke 04. Die Elf von Manuel Baum war nicht gut aufgelegt. Brachte nach vorne keine Akzente zustande. Aber die Schüsse von Schalke waren dann im Großen und Ganzen auch so wie dieser hier von Alessandro Schöpf deutlich zu harmlos. Sodass es zur Pause folgerichtig 0:0 stand. Schalke war etwas engagierter, aber konnte sich auch nicht dafür belohnen, hier etwas mehr Einsatz zu zeigen. Der stimmte eben, aber die Kaltschnäuzigkeit oder überhaupt die Konsequenz im Abschluss wurde dann nicht ausreichend. Dann kurz nach der zweiten Halbzeit oder nach Beginn der zweiten Halbzeit endlich mal wieder ein Abschluss und Schipka mit dem Kopf, aber auch das ist deutlich zu wenig. Jetzt sollten sich auch mal die Fuggerstädter nach vorne melden. Das ist Kajubi, der hat mit Finn Bogason die Übersicht. Und dann ist es Ralf Fährmann, der das erste Mal ernsthaft eingreifen musste. Gute Aktion hier vor den beiden Parteien. Klasse Abschluss von Finn Bogason. Super Reaktion auch von Fährmann. Die Partie wurde jetzt etwas ausgeglichener, aber auch Schalke immer wieder mit Möglichkeiten. Und Konoplyanka setzt sich da dann in der 61. Minute irgendwie durch. Sein erstes Saisontor. Bei ihm läuft es auch noch gar nicht rund in dieser Spielzeit. Konnte sich jetzt hier durchsetzen im Kopfballduell, hat dann Glück, dass der Ball am zweiten Pfosten einschlägt. Und so brachte er damit die Gäste in Führung. Gute Flanke, aber das Kopfballverhalten davon Rani Khedira in der Mitte ist auch mangelhaft. So kann man das nicht verteidigen. Für Lute ist das auch Pech, dass der dann
ja, noch leicht angehoben wird der Ball. Da kommt er dann nicht mehr ran, egal wie er sich streckt. 0:1, also aus Sicht der Augsburger. Und jetzt sollten sie schleunigst nochmal nach vorne spielen. Und das taten sie dann auch. Zumindest ein Punkt wollte man hier mitnehmen zu Hause. Den Fans mal wieder etwas bieten. Und Kajubi hätte es hier auf dem Fuß gehabt. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Gut gespielt in dieser Szene. Der Abschluss ist auch nicht so schlecht, aber aus etwas zu spitzen Winkel gesetzt. Doch nochmal die Fuggerstädter. Wir sind schon in der Schlussphase. Über die rechte Seite Gregoritsch mit dem Ball auf Framberger. Der mit der perfekten Flanke auf Kajubi. Und der ist eben groß und kann zum Kopfball hochsteigen. Macht sein zweites Saisontor und gleicht zumindest diesen Spielstand aus. Besser ist das für Schalke natürlich. Ist das extrem ärgerlich, aber trotzdem unter dem Strich geht das dann in Ordnung. Jetzt zum Schluss wurden die Fuggerstädter nochmal engagierter, heißer auf diese Partie, konnten sich jetzt dafür den Ertrag abholen. Fährmann kriegt die Arme nicht mehr rechtzeitig hochgerissen und Kajubi ist da und köpft das Ding ein. Am Ende ein Unentschieden, das beide Mannschaften nicht so wirklich weiterbringt. Augsburg kann dadurch leben, sicherlich besser leben, dass es ein spätes Ausgleichstor war. Für Schalke ist dieses 1:1 aber deutlich zu wenig, wenn man irgendwie sich da unten rauskämpfen möchte. Das späte Ausgleichstor gegen den ersten FSV Mainz 05 brachte Hannover 96 zu Recht ziemlich auf die Palme. Ein unberechtigter Elfmeter führte da zum Ausgleich in der 85. Spielminute. Jetzt kam der FC Bayern München in die HDI Arena und das nicht unbedingt die einfachere Aufgabe, da die Münchner in den letzten Wochen ja wieder zur Form gefunden zu haben scheinen. Erste Möglichkeit dann Leon Goretzka nach 6 Spielminuten. Der Schuss wurde dann aber doch noch abgefälscht. Von Wallace kein Problem, also in dieser Situation. Hannover 96 zwar diszipliniert, dann immer wieder, aber mit kleinen Unsicherheiten. Die Aufregung war durchaus zu spüren und das wurde dann auch prompt bestraft. 11. Spielminute Serge Gnabry und der Junge ist aktuell überragend drauf. 4. Saisontor für ihn und jetzt eben der frühe Führungstreffer für die Gäste aus München. Hannover 96 eiskalt erwischt, Fehler im Aufbauspiel. Fehler, die man sich gegen Bayern einfach nicht leisten kann. Und dann steht es eben früh in der Partie 0:1. Stark auch vorbereitet, gute Flanke und Gnabry hält dann die Pike hin und setzt den Ball direkt unter das Dach. Doch Hannover 96 war gar nicht so verkehrt, auch mal nach vorne zu spielen. Das merkten sie dann auch nach einer knappen Viertelstunde und sie versuchten es. Das ist Wallace, der bekommt dann auch den Abschluss tatsächlich. Manuel Neuer ist aber da und hält den glitschigen Ball fest. Es war wirklich nass hier in Hannover. Wenig später wieder der Gastgeber. Wallace ist das. Der sieht Asano und der sieht Füllkrug und der sieht die offene Ecke und macht das dritte Saisontor für sich selbst und das 1:1 in der 20. Spielminute. Und das war wirklich nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Die Elf von André Breitenreiter wurde jetzt gefährlicher. Und Manuel Neuer war erstmal bedient. Da bekommen sie keinen Zugriff, ein zu großes Loch dahinter der Verteidigung. Dann ist es aber auch ein toller Abschluss von Füllkrug zum 1:1. Und vor der Pause dann tatsächlich nochmal Hannover 96. Schwegler mit der Flanke und Oscholek, der den unglücklichen Elfmeter verursacht hatte gegen Mainz, der ja eben keiner war. Hier per Kopf setzt er sich durch, aber kann den Ball nicht aufs Tor bringen. So stand es dann 1:1 zur Pause und Hannover 96 machte wirklich ein gutes Spiel, trotzten ja auch schon dem BVB einen Punkt ab, früh in der Saison. Und jetzt war der FC Bayern München da und musste das erstmal zu schmecken bekommen. Jetzt wurden sie aber wieder etwas gefährlicher nach vorne. Müller mit dem guten Ball und dann Ribéry, der verstolpert ist. Hätte er eigensinniger sein müssen, so passt Ellis auf. Und es wird nicht zur gefährlichen Situation. Auf der Gegenseite Hannover dann im Konter. Matthias Oscholek, sehr aufmerksam und sehr auffällig wieder. Macht den Weg wieder nach vorne, wird aber in dieser Szene von Rafinha gestört. Setzt sich ab, aber Süle und Kimmich passen auf. Bayern wurde jetzt aber wieder stärker. 25 Minuten noch knapp auf der Uhr. Ellis mit diesem sonderbaren Querschläger. Gnabry, Müller und dann Ribéry auf Lewandowski. Der kommt beim zweiten Mal dann auch durch. Und testet Michael Esser, Riesenparade vom Schlussmann, der Hannoveraner. Die Elf von Kovac wurde jetzt aber noch drückender. Sie wollten unbedingt den Dreier mitnehmen. Der ist ja auch essentiell, um an Dortmund dran zu bleiben. Kopfball von Müller. Esser ist aber da mit seiner Parade.
Das 2:1 sollte langsam her. Die Zeit wurde knapp. Gnabry sieht Kimmich. Der ist mitgekommen. Der ist mitgekommen und macht in der 84. Spielminute sein erstes Saisontor. 6 Assists hat er bislang schon geschafft. Und jetzt ist er das erste Mal selbst erfolgreich. 84. Spielminute. Der FC Bayern München rettet sich in der Zielgeraden. Gerade so noch zum Dreier. Ist aber auch verdient. Sie waren über die 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft, nicht deutlich. Und Hannover 96 hätte sich mit ihrem Einsatz sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt, aber der steht unter dem Strich einfach nicht da. Sie stehen mit leeren Händen da und verlieren so mit 1:2 gegen Bayern München. Lieferten den Kampf, aber wurden dann am Ende doch von der Qualität der Münchner bezwungen. Fortuna Düsseldorf gegen den Sportclub Freiburg, ein Spiel am Samstagnachmittag, das sicherlich auf Augenhöhe stattfinden könnte, obwohl Freiburg am letzten Wochenende Leipzig wirklich mit sage und schreibe beeindruckenden 3:0 Toren aus dem eigenen Stadion schießen konnte. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Gastgebern und das war Kaminski mit dem ersten Kopfball. Der war noch nicht so gefährlich, aber es zeigte, dass Fortuna Lust hatte, hier etwas nach vorne zu bringen. Wir sind noch in der Anfangsphase und die nächste Möglichkeit für Fortuna lag hier auf dem Feld und das ist Zimmer. Also erneut ein Kopfball. Jean Zimmer ist nicht der Größte, hat aber auch schon in seiner Vergangenheit gewiesen, dass er durchaus auch mal mit dem Kopf gefährlich sein konnte. Hier setzt er den aber doch recht deutlich noch am Kasten vorbei. Halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Von Freiburg kam nach vorne deutlich zu wenig. Das war nicht das Spiel, was sie sich gegen Leipzig erarbeitet hatten. Hier war es Glück, dass Schwolo aufpasst und das 0:1 nochmal verhindern konnte aus ihrer Sicht. Und so stand es dann torlos zur Pause 0:0. Schmeichelhaft für die Gäste aus Freiburg, die bislang wirklich nach vorne deutlich zu wenig ablieferten. Jetzt wurden sie aber etwas stärker. Streich hatte wohl in der Halbzeit die richtigen Möglichkeiten oder die richtigen Worte gefunden, hier die Möglichkeiten dann auch mal zu vergrößern. Das ist dann Mike Franz und Petersen zieht einfach mal ab und das ist dann die individuelle Qualität eines Torjägers. Zwar erst sein 4. Saisontor, aber dafür ein umso schöneres. 49. Spielminute und wie aus dem Nichts gingen dann die Gäste in Führung. Jetzt hatte es sich ja für Düsseldorf wirklich gerecht, dass man in der ersten Halbzeit die Möglichkeit nicht selber genutzt hat. Da lässt er den Fuß auch noch schön am Ball vorbeigleiten, beziehungsweise mit dem Außenriss setzt er ihn dann perfekt rein. Gute Wucht und für Rensing ist wenig zu halten. War noch leicht verdeckt, dieser Schuss. Aber Düsseldorf ließ sich davon nicht groß verunsichern und spielte weiter nach vorne. Sehr gute Partie von der Elf von Friedhelm Funke. Sie konnte sich einfach nicht belohnen bis dato. Schwolo nochmal mit der guten Chance, sich hier auszuzeichnen. Machte auch Stöger. Hat aber auch einen guten Schuss hier drauf in dieser Szene. Dann Freiburg hinten unter Druck, weil Düsseldorf jetzt relativ früh anlief. Gulde dann mit diesem Fehler. Stöger passt auf, legt für Hennings auf. Und der verdiente Ausgleich in der 63. Spielminute. 3. Saisontor für Ruven Hennings. Und das absolut verdiente Resultat. Das musste sich Freiburg jetzt aber auch selber ankreiden. Nach der Führung nicht weiter nach vorne gespielt. Wie eben schon im ersten Durchgang. Und jetzt auch noch ein individueller Fehler. Diesmal wird er bestraft und Düsseldorf konnte sich dafür belohnen, eine richtig gute Partie gespielt zu haben. Jetzt wollten sie noch mehr. Sie wollten diese Partie drehen. Flanke aus dem Halbfeld von Stöger dann per Kopf. So halb verwertet, aber richtig gefährlich wurde es in dieser Szene nicht. Dennoch zeigte es, dass Düsseldorf hier mehr gewillt war, den Dreier einzufahren. Freiburg war mit diesem 1:1 bis jetzt erstmal zufrieden. Meldeten sich dann aber jetzt zum Schluss doch noch einmal nach vorne zu Wort. Das ist Jerome Gondorf und Düsseldorf in der Defensive etwas luftig aufgestellt. Das ist Nils Petersen, wird nicht attackiert. Nils Petersen, wie kann man den nicht angreifen? Und dann wird es natürlich bestraft. 89. Spielminute, Nils Petersen mit dem Doppelpack. Und die zweite erst richtig gute Möglichkeit führt zum zweiten Tor für die Elf von Christian Streich. Da bekommt er gar keinen Druck und entscheidet diese Partie zugunsten der Gäste. Der Sportclub Freiburg entführt 3 Punkte aus Düsseldorf und sie wissen gar nicht, wie sie das angestellt haben. Trotzdem zufrieden sein können sie damit auf jeden Fall. Nach dem Derby-Sieg steht das nächste Topspiel an. Für Borussia Dortmund ist der SV Werder Bremen sicherlich in etwa auf Augenhöhe, auch wenn es bei der Elf von Kofeld in den letzten Wochen gar nicht so gut läuft. Gegen Düsseldorf hatte man sich jetzt
zurückgemeldet mit einem 3:1. Trotzdem hatte die bessere Anfangsphase der Gastgeber, und zwar Marco Reus. In der 6. Spielminute machte dann auch das 1:0, sein 10. Saisontor. Und das war perfekt gespielt, und Bremen wusste gar nicht so schnell darauf zu reagieren, wie hier die Gastgeber loslegten. Stark gespielt, super Passstaffette. Reus ist der Verwerter und bleibt dann kühl für Pavlenka, der nur irgendwie reinrutschen kann, aber eben den Einschlag nicht mehr zu verhindern weiß. So stand es eben 1:0 früh in der Partie für Dortmund, und sie wollten dann noch gleich einen drauflegen. Doch es meldeten sich auch die Bremer mal zu Wort, wenn dann aber in der Regel über Standards. Max Kruse von der linken Seite, 25 Minuten jetzt knapp von der Uhr, und den möchte er sicherlich auf einen wie Moisander bringen. Nach Sperre der Innenverteidiger wieder dabei, aber die erste Tormöglichkeit ist doch recht harmlos hier für die Gäste aus Bremen. Die machten keine richtig gute Partie, aber waren erstmal darauf bedacht, hier defensiv kompakt zu stehen gegen starke Dortmunder. Dann kamen sie über die linke Seite mal mit Brünn Larsen. Die Flanke ist gar nicht verkehrt, und Reus mit einem starken Kopf bei Pavlenka, aber auch mit einer guten Parade, wehrt ihn zum Eckstoß ab, und das hätte schon das 2:0 sein können. Der Signal Iduna Park konnte damit zufrieden sein, was der BVB spielte. Sie wollten aber trotzdem vor der Pause noch den zweiten machen. Das ist Delaney, kommt gegen Langkamp hier nicht durch. Trotzdem blieben sie im Ballbesitz. Delaney auf Diallo, der mal vorne mit dabei, und dann der Abschluss von Brünn Larsen, aber abgewehrt. Sebastian Langkamp war dazwischen, konnte zum Eckstoß klären. Aus diesem resultierte letzten Endes dann nichts mehr. Es ging also mit dem 1:0 in die Pause, und Dortmund sollte doch sicherlich nochmal einen drauflegen, um hier auch Sicherheit zu haben. Von Bremen kam nach vorne eindeutig zu wenig. Das müsste besser werden, wenn man etwas mitnehmen wollte. Langkamp dann aber mit diesem Fehler, und dann ging es mal wieder relativ schnell nach vorne. Witzel Delaney bekommt den Ball gleich von Brünn Larsen wieder, und Thomas Delaney, der Ex-Bremer, hier mit der Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Keine 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, und das wäre es natürlich gewesen. Pavlenka ist aber aufmerksam, und dann kam auch mal Bremen gefährlich nach vorne. Rashica, Klaassen, und der mit dem guten Ball auf Augustinsson. Ludwig Augustinsson auf Milot Rashica, 1:1. Zweites Saisontor für den Mann, der sein Comeback gegeben hatte gegen Fortuna Düsseldorf. Zuletzt eine starke Anfangsphase spielte, dann wieder etwas abtauchte. Jetzt machte er seinen Treffer per Kopf. Ludwig Augustinsson hat da zu viel Freiräume, diese Ecke zu schlagen. Dann wird da Harnik noch im Zweikampf gegen Hakimi etwas vorstellig, stellt sich rein, sodass keiner mit Rashica mitgehen kann. Clever gemacht, auch in der Situation von Harnik, der heute für Pizarro von Beginn an spielte. Und so stand es dann 1:1. Ja, nach einer knappen Stunde, dann wurde die Partie deutlich langweiliger, muss man leider so sagen. Der BVB versuchte es nochmal in letzter Instanz nach vorne zu spielen, einen Lucky Punch zu setzen. Das ist ja durchaus die Stärke der Elf von Lucien Favre. Aber Paco Alcacer kommt mit der Flanke nicht durch, und dann ging es mal schnell in die andere Richtung. Die Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen, trotzdem gab es diese Möglichkeit nochmal. Klaassen, Harnik und dann Kevin Möwald. Der hat ja ein klasse Tor gegen Düsseldorf erzielt. Das ist jetzt Rashica. Legt den Ball nochmal auf Theodor Gebrselassie, und Harnik ist da. Harnik ist da fast mit dem Lucky Punch, aber Roman Bürki kann es verhindern. Den Super-GAU, die erste Niederlage für den BVB in dieser Szene. Werther mit dieser Klasse-Tat ab gegen Martin Harnik. Am Ende blieb es beim 1:1, geht auch unter dem Strich in Ordnung. Dortmund hätte es frühzeitig entscheiden müssen. Dann wurde es im zweiten Durchgang weitestgehend relativ langweilig, und im letzten Punkt hätte es tatsächlich Harnik noch komplett umdrehen können. RB Leipzig musste beim 0:3 gegen Freiburg sehr oft hinten ins eigene Netz greifen, und vor allem mussten sie auch tief schlucken. Jetzt sollte es gegen Mainz deutlich besser werden. Sie hatten hier erstmal eine gute Anfangsphase und eine Doppelmöglichkeit, und Zentner war dann aber da und konnte die frühe Führung der Gastgeber verhindern. Schmeichelhaftes 1:1 der Mainzer, zuletzt ja gegen Hannover 96. Nicht schmeichelhaft, weil sie die schlechtere Mannschaft waren, sondern ein Strafelfmeter, ein Strafstoß am Ende unglücklicherweise für Hannover gepfiffen wurde. Dann gab es aber auf der anderen Seite die Möglichkeit zum
Lucky Punch in der 21. Spielminute. Der erste Angriff von Mainz nach vorne vorgetragen. Mateta scheitert aber am überragenden Ungarn und Gulaschi pariert das Ding dann weg. 27. Spielminute. Der Abschluss von Campbell ist auch nicht verkehrt. Zentner ist aber da aufmerksam. Super Parade vom Schlussmann der Mainzer. Vor der Pause aber nochmal Leipzig und sie wurden jetzt drückender, sind zum Siegen verdammt in dieser Partie nach der schwachen Leistung gegen den SC Freiburg. Auch da waren die drei Punkte eingeplant. Gegen Mainz sollten sie jetzt aber wirklich her. Halzenberg trifft hier nur den Außenpfosten. Nachspielzeit der ersten Halbzeit und nochmal die roten Bullen. Augustin Campbell sieht den mitgelaufenen Halzenberg. 1-0 für RBL. Erstes Saisontor für den Linksverteidiger und in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht er dann auch die Führung. Der Treffer absolut verdient in dieser Phase der Partie. Gut gespielt. Mainz etwas zu fahrig, etwas zu schläfrig. Und so kassieren sie dann in dieser Situation das 1-0. Für Zentner ist da dann nichts mehr zu halten. Es waren also die ersten 45 Minuten plus 3 geschafft. Zur Halbzeit stand es 1-0. Halzenberg war es eben gerade noch gesehen, der das verdiente Resultat herausschießen konnte. Wie sah es jetzt im zweiten Durchgang aus? Erstmal ähnlich, Leipzig wieder mit den Möglichkeiten, wieder mit den Chancen hier das Ding zuzumachen. Früh in der zweiten Halbzeit schon die nächste Möglichkeit, dann Zentner, aber der Schuss von Campbell abgewehrt. 63. Minute, wieder Campbell, auffällige Partie von ihm. Eckstoß von der linken Seite, sieht dann auch Werner, der trifft aber nur den Außenpfosten. Unglückliche Aktion des Stürmers, der gegen Freiburg nicht die beste Partie seines Lebens spielte, wird er hier auch verknusen können erstmal. Es sei denn, es würde sich noch rächen, denn Mainz wurde jetzt stärker. 25 Minuten vor dem Ende. Danny Latzer auf Jibame und da fehlen nur ein paar Zentimeter zum Ausgleich. Knapp am linken Pfosten vorbei. Hat er zu viel Platz und Glück für Gulaschi, dass er den am Tor vorbeigucken kann. Keine 20 Minuten jetzt mehr auf der Uhr. Über die linke Seite, dann aber wieder der Gast aus Mainz. Starke Partie jetzt. In dieser Phase Mateta mit dem Kopfball. Gulaschi passt auf und Halzenberg klärt es dann. In der Szene also wirklich Glück, nicht das 1-1 kassiert zu haben. Jetzt wurde die Zeit knapper und Leipzig hätte die Möglichkeit nochmal zu erhöhen. Sabitzer mit dem Abschluss, trifft aber Aaron Martin. Der fälscht zum Eckstoß ab. Aus dem wurde dann nichts mehr. Leipzig gewinnt also knapp am Ende mit 1-0, aber verdient. Die Elf von Ralf Rangnick hier, der Sieger des Tages. Und so fährt Mainz mit leeren Händen wieder zurück in die Heimat. Zum Abschluss des 15. Spieltages war in der Commerzbank Arena Bayer 04 Leverkusen zu Gast, die sich mit Ach und Krach einen Sieg gegen Augsburg am letzten Spieltag erkämpfen konnten. Hier waren sie aber gegen Frankfurt erstmal früh unter Druck. Jovic mit der ersten Möglichkeit trifft nur den Pfosten. Pech in dieser Szene, aber sie spielten weiterhin gut nach vorn und dann brachten sie sich selbst hinten in Bedrängnis. Wendell und Dragovic. Was macht er? Direkt in den Fuß von Sebastian Haller und der lässt sich nicht zweimal bitten. 10. Saisontor für den Franzosen und so steht es dann ganz früh in der Partie 1-0 für die SGE. Aber was bitte macht Alexander Dragovic da? Wendell bringt ihn hier so ein bisschen zumindest in Verlegenheit, aber trotzdem, das muss man irgendwie anders klären. Und Lukas Radetzky, Ex-Frankfurter, muss hier das erstmal schon hinter sich greifen. Alea macht es aber natürlich, das darf man nicht vergessen, auch richtig gut mit der Annahme und dem direkten Abschluss. Was war dann mit Leverkusen los? Sie meldeten sich nach knapp 20 Minuten das erste Mal gefährlich nach vorne. Karim Bellarabi auf Baumgartlinger und der Abschluss von Volland. Dann per Fallrückzieher versucht er es da richtig artistisch. Sehenswert ist es zwar, aber es gefährlich zu machen schafft er in dieser Szene nicht. Der geht recht deutlich vorbei, hatte auch nicht die Wucht, die man sich hätte vorstellen können. Aber Volland war einer der aufmerksamsten und auffälligsten bei Leverkusen und die Elf von Heiko Herrlich wurde jetzt etwas stärker. Bender über die rechte Außenseite im Zusammenspiel mit Bellarabi. Der bringt die Flanke und Volland steht dann da und macht in der 30. Spielminute den Ausgleich. 6. Saisontor für den Mittelstürmer. War jetzt auch verdient mittlerweile. Sie kämpften sich rein in diese Partie nach dem frühen Rückstand und wurden dafür belohnt. Frankfurt in der Szene nicht ganz aufmerksam, sodass sich der Anhang aus Leverkusen freuen konnte. Gut von Volland dann wie auch Holstein, Trapp,
klebt auf der Linie, kann man vielleicht auch drüber diskutieren, aber so ging es dann mit 1:1 in die Pause, das wohl verdiente Resultat nach den ersten 45 Minuten. Und Leverkusen wollte jetzt einen draufsetzen. Direkt nach der Pause wurden sie wieder gefährlicher. Baumgartlinger, Kai Havertz auf Arangis und dann Bailey mit dem Abschluss. Und der im Pärchen dick erklärt das dann. Wir schauen drauf. Super Abschlussmöglichkeit. Wir sehen aber auch, der Ball war nicht in vollem Umfang hinter der Linie. So ging es in Ordnung, dass es hier weiterhin 1:1 stand. Keine Stunde gespielt, dann wieder mal Frankfurt nach vorne unterwegs. Jonathan de Guzman auf Da Costa, Danny Da Costa und wieder de Guzman. Super gespielt, aber sie können sich nicht belohnen, weil Radetzky was dagegen hatte. Super Aktion. Fährt das Bein aus und kann das 2:1 verhindern. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen. Jetzt wieder Leverkusen. Es war eine unterhaltsame Spitzenpartie in dieser Phase. Und Volland dann mit dem 2:1. 70. Spielminute, sein 7. Saisontor. Doppelpack für Kevin Volland. Und Leverkusen konnte sich feiern und sich selbst auch für eine ganz gute Leistung gegen ebenfalls auch starke Frankfurter auszeichnen. Gut gespielt und dann ist es für Trapp in letzter Instanz nicht mehr zu verhindern. Aber Volland bleibt dann auch so kühl und legt den Ball mit dem linken Fuß, mit seinem starken linken Fuß ins Netz hinein. Konnte Frankfurt nochmal antworten, sie versuchten es zumindest. Jovic nochmal auf Da Costa, de Guzman Da Costa, hatte ja schon gut funktioniert. Die Flanke von Rebic und Sebastian Allaire mit dem Ausgleich. 88. Spielminute, also auch der Franzose mit dem Doppelpack und wohl mit dem Schlusspunkt in dieser Partie. Frankfurt rettet sich allem Anschein nach, also doch noch einen Punkt. Und das brachte die Arena natürlich, oder das Stadion, das Waldstadion, in einen guten Zustand. In der Liga hat es mit den Ergebnissen in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut geklappt. Zumindest einen Punkt wollte man sich hier erarbeiten. Wir sind in der Nachspielzeit, aber einmal kam Leverkusen tatsächlich noch. Bellarabi auf Kai Havertz. Er hat die Übersicht für Bellarabi. Bellarabi! Aber Kevin Trapp hält diesen Punkt für die Eintracht fest. Das geht auch in Ordnung. Leverkusen hätte es sich jetzt hier fast im Endeffekt noch erkämpft. Aber unter dem Strich geht dieses 2:2 in Ordnung. Jo, das war die Prognose zum 15. Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Abo. Aber das wisst ihr ja. Bis dann und tschüss.